Hallo ihr Lieben, hier zum 10. Teil unseres Server-Tagebuches. Hier sind Laxenia und... Abo. Hallo. Ja, Hey. Schaut mal, was da Gruseliges auf der rechten Seite steht. Säuberung naht. Rechte was? Seite von mir standst du? Nein, bei uns im Bildschirm. So, schaut mal. Und zwar ist die tatsächlich hier oben, wo wir uns gerade befinden. Im schweren Bereich also, ne? Erste oh Mal Gott. Hier. Wir hatten, ich geh mich ausrüsten. Ja, ist ja sowieso nur zweite Säuberung, ne? Wir rüsten uns noch aus und dann geht es gleich los. Ich grusel mich schon ein bisschen jetzt. Ich weiß gar nicht, wo ich anfangen soll. Oh Gott. Hängen sie dir an, damit die hochgehen, deine Chance. Ja, stimmt. Okay, also wir sehen uns gleich bei der Säuberung. Wir warten auf die Säuberung. Sie kommt erst um 5. Dann ist es so spät und wir werden beten, dass die Säuberung an uns vorübergeht. Säuberung, fang an. Wir warten lange dran. Wir warten schon eine ganze Weile. Du sollst jetzt herkommen in Eile. Ja, komm hier jetzt her. Das würde uns freuen sehr. So, knapp unter einer Minute noch. Ja, wir haben uns jetzt grob vorbereitet. Ich habe Anhängen, da Lindsay, Lian und hier die Lotte. Und du hast die zwei Bären und Lisa, ne? Genau. Genau. Unsere Trageleute haben wir raus zum Kämpfen gestellt. Da hinten haben wir noch einen Bogenschützen zu stehen. Ja, so viel haben wir gar nicht. Hier haben wir noch eine Dalinsia, aber die ist erst Level 0, glaube ich sogar, oder? Ich glaube, die hat kein Level. Das zeigt es jetzt gerade nicht an. So. Zähnchen haben wir noch. Zähnchen? Ja, aber der ist ja auch noch klein. Genau, der ist übrigens mächtig. Den hatten wir ja gestern aus dem Dungeon geholt, als Baby. Genau. So, die letzten 10 Sekunden gleich. Oh, cool. Okay, gleich geht's los. Wir hoffen, die kommen hier unten. Problem nur, wir haben ja da oben jetzt auch Struktur und hier dieser provisorische Fahrstuhl da oben. Aber ich fand alle runter, da war es das. Ich bin so mega gespannt. 30 Minuten, Spaß jetzt. Eine Armee von Nordheimern greift an. Ob die so eine Herzen werfen? Da unten? Wo unten? Hier, linker Seite Richtung Bärenboss oder Bärenstärkerer. Das können alles legendär sein, ne? Echt jetzt? Ich glaube. Die spazieren hier so her. Oh Gott. Das ja, dann kommt mal her. Ach, das sind ja normale. Normale? Zuchtmeister, ja, stimmt. Normal. Aber nee, und, nee, da ist auch ein Legendär Besuch, dabei. Oder? Du hast ja einen legendären vor dir, oder? Ah, oh, ja, stimmt. Na, oh je. Genau. Ich denke, das ist genauso fertig, wenn sie jetzt hier in das Ding da. Da kommt noch mehr. Ja, wir sollten die herlaufen lassen, sonst haben wir den Bären da hinten auch noch auf den Hals. Mein Bären rennt schon hoch, leider. Ah, egal. Das ist genauso gefährlich, wenn du hier in das Dorf gehst, ne? Oh, die hauen ordentlich zu, ja. Genau so. Und Dreier Zuchtmeister war da gerade. Da sterbe ich oft. Wir haben Vierer Zuchtmeister. Ja, viel stimmt, krasser. Ne? Zwei Stück sogar jetzt schon. Oh, so schöne Stahlbahn. Ah, da gucken wir mal danach. Ja, das war die erste Welle. Das ging ja noch halbwegs. Was hat denn der schon gesagt? Nee, da kommen welche von links. Von links? Ich komme. Ja, manche kommen mehr Wellen. Oh, krass. Tatsache. Oh, verkrüppelt haben sie mich. Stimmt, ich bekomme definitiv mehr Schaden als bei der letzten Säuberung, ne? Ich heile mich lieber mal. Oh krass. Haben wir die erste Welle geschafft? Kommt bloß nicht bitte von dort irgendwo. Ich höre irgendwas schießen, kann das sein? Katapult? Ja, hier schießt irgendwer. Da hinten sind welche. Die schießen auf unsere Strukturen. Ey, das gibt's nicht. Krass. Ey, der schlägt hier gegen, guck mal. Krass. Mein Pferd hat drin gebiert vor Angst. Na toll. Okay, jetzt sammelt sich die Armee neu. Nein, ich komm. Und wieder eine Armee von Nordheimern. Was könnte denn da so ein Endboss sein? Drache. Wo seid ihr? Wo seid ihr alle? Ich hoffe echt, komm oben dass von wir dem nicht... Berg da. Ja, krass. Richtung ne? Und so. Kommen die da runter, ist die Frage. Na klar. Ja, so mit der Zeit schon. Ich guck mal da hinten kurz. Ob da auch welche sind. Nee, da gerade nicht. Ach, das ist ja cool. Sowas macht mir echt Spaß. Lauf mal ein bisschen schneller. Wobei, wir können denen ja entgegenlaufen, oder? Okay. Schon mal angreifen. Ha, dann rennt er, ne? Kommt her, ihr Schlingel. Und Herbalus. Ja. Willst du den jetzt betäuben? Nee, irgendwann probieren wir das aber wirklich mal aus. Dass wir mal allen unseren Keulen geben, oder? Okay. Irgendwann mal.
Cool. Wie sieht's bei dir aus? Bei mir sieht's gut aus, bei dir? Ja, bei mir geht's auch. Ey, hier kommen ja immer mehr raus. Die spawnen dort anscheinend auch. Ja, anscheinend, ne? Cool. Keine Ausdauer gerade. Hier ist ein Boss dabei. Aber der ist bestimmt gut gewesen. Was war denn das? Das habe ich jetzt nicht genau gesehen, habe bloß gesehen, dass er war. Iotan the Johnny Man. Oh, der hat aber cooles Essen, das nehme ich mit schon mal. Okay, da können wir gleich nochmal gucken. Wir sollten aber dahin nochmal gucken. Da am Haus? Die greifen an, oh, Zähnchen. Oh nee. Hat den Schild sogar? Krass. Ein hochwertiges? Zähnchen lebt aber noch, oder? Ja, ne? Ja. Oh cool, habt ihr gemacht. Ah, die haben ein bisschen länger für den gebraucht, oder? Von zwei sogar. Hm. Oh, cool. Oh, was hat denn der? Ich höre Pfeilerbogen. Oh, die würde ich mal probieren. Kommt vom hinterm Haus irgendwo. Okay. Die kommt vom hinterm Taminghaus. Hinterm Taminghaus, okay. Oh nein! Was war das für ein Geräusch? Weiß ich nicht. Hier ist noch ein Feind, oder? Ach nee, das ist unsere. Die ist so weit gelaufen. Taminghaus? Okay. Fersch meinst du, oder? Wenn nicht nass. Oh, okay, ich seh's. Ich hab gerade nochmal so wie so eine Wellenankündigung gehört, du auch, ne? Na. Krass. Okay. Können die den Fersch auch kaputt machen? Klar, die können alles kaputt machen. Wir müssen danach dann mal mit so einem Reparierhammer gucken. Ah, die sind nicht drin, oder? Nee. Ich höre immer noch einen Bogen. Da hast du noch einen. Da haut einer auf dein Dings. Hier sind auch hinterm Fersch noch ganz viele. Okay. Komm. Krass. Das ist cool. Okay. Hier schlägt noch einer. Beziehungsweise schießt. Da rennt weg da einer. Guck mal, das sind welche, die rennen hoch. Ah, das sind deine, die hochrennen zu den Bogenschützen. Ist da auch noch einer? Okay, na? Den habe ich gar nicht gesehen. Okay, die sammeln sich wieder neu. So, neue Armee. Weiter geht's. Oje. Okay, wo seid ihr schon? Keine. Ich auch nicht. Herrlich. Da hinten kommen Tiere, oder? Wo denn? In mit Wölfen Richtung? Und Bären kommen die hier noch Richtung Bäume. Wo ich hinguck. Krass. Ah, da können keine Babys bei sein, oder? Ich schätze, die haben da mächtige Bären dabei. Zahmer Wolf. Vier Stück. Komm her, du. Immer mehr Wölfe. Ja, Bären. Wie viel haben die? 3, 4 Bären, aber normale, oder? Aber wie viel Leben haben die? Siehst du das? Nicht so viel, nee. 800, krass. Ist das richtig? Ja, ist doch ganz schön viel. Okay. Ich sehe den Dings, kann ich nämlich nicht mehr bewegen. Noch mehr Bären? Wir sollten uns vielleicht Urmenschen anhängen nächstes Mal. Okay. Aber die machen halt schön Schaden. Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Oh Gott. Krass. Und mit Baumwipfeln kann mit der Bogenschützen und Pi. Okay. So. Oh, das schöne ganze Fleisch und die ganze Haut. So, ich brauche erstmal Ausdauer. Noch Bären bei dir? Das sieht aus krass. Wie ein Zoo. Da hinten kommen noch mehr, ne? Kommt alle her. Oh, hier oben auch. Ich helfe mal hier oben. Okay. Oh, hier sind ganz viele wieder, oder? Ich auch, ne? Und Bären, ne? Säbelzahn hat mitgemacht. Das ist gut, der hatte ja glaube ich auch Essen, ne? Na. Sehr schön. Der Bogenschütze steht aber gerade nicht an seinem Platz, ne? Okay. Ist er schon tot? Oh ne, das wäre doof. Ich geh gucken. Oder kämpft ihr mit? Ne, der steht doch, das siehst du mal bloß nicht. Ah, okay, gut. Oh, ist das krass. Hier kommen immer mehr, bei mir ist eine große. Oh, eine legendäre. Was wären das? Ich weiß es nicht. Mich greifen massiv Bären an. Nee, die schaffe ich nicht. Das ist ein Dreierboss, oder? Echt jetzt? Ja, das ist eine Dreier, die Frau hier, die Blonde. Oh nein. Nein, ich brauche unbedingt Hilfe. Ich bin. Halt dich schnell. Oh Gott. Oh, renn ja. Weg. Nimm bitte die Akku. Ans Haus, Lem. Die rennt ja jemand hinterher nach. Oh. Ich bin hinter dir. Halt dich. Mach ich. Das habe ich eben erst gesehen, dass das ein Dreier ist. Okay. Die machen da ist die Blonde. Die, ne? Ich will umhauen. Oh nee. Oh. Doch, ich kann nachhauen. Und die hat ja Leben, die.
Kann man die betäuben? Wie heißen die? Weiß ich nicht, aber nein, das hängt schon in der ganzen Masse. Ich versuche ihn gerade zurückzuschicken, aber deine musst du selber wegschicken. Kannst du? Ja, aber deine sind ziemlich gerade locken, okay? Ja. Ich will hier nicht mehr, das ist mir zu stark. Zumal rennen hier die ganze Zeit doch Feinde dazwischen, ne? Das merken wir ja teilweise gar nicht. Da sind noch Bären? Das sind meine Bären. Achso, nee, andere Bären, ne? Da sind andere Bären. Oh Mann. Wie viele hatten die Frau gehabt? Ich weiß nicht, nur ein Dreier. Das werden wir dann im Video sehen, kann ich jetzt echt gar nicht sagen. Ich habe nur dann gesehen, dass es ein Dreier ist. Okay, krass. Oh, das müssten wir hier eigentlich alles häuten dann. Ist noch nicht zu Ende. Es hat nichts Geräusch gegeben. Ja, stimmt, ne? Aber ich finde das auch cool, dass die Leute dann wieder an ihre Position laufen, ne? Also, das ist echt gut. Ich guck mal hier außen. Richtung Stelle und hinterm Haus. Liegt einer drum rum? Zuchthaus da. Oh ja, okay, die schlug mal danach. Hm. Am Fahrstuhl ist nix. Also meine. Wie diese Geräusche machen. Am Fahrstuhl ist auch nix jetzt, von hinten sozusagen. Hm. Beim Stall sehe ich auch nix. Ja, und keiner hat eigentlich Acht. Hier läuft noch eine Frau in die Internet. Kriegst du die tot, ja, ne? Na. Ich guck mal kurz bei unserem Bogen. Wo sind jetzt hin? Ach, da. Ah ja, doch, der hat noch genug Pfeile. Okay. Okay. Super, wurde besiegt. Ist aber noch nicht fertig, oder? Nee. Glaube ich nicht. Müsste weitergehen. Der hat ein Horn drin, irgendwas. Warte. Postleichenleibwächter, hier. Ja, okay, ihr Lieben. Wir hatten noch eine Weile gewartet und die Säuberung ist jetzt tatsächlich vorbei. Oh. Echt jetzt? Ja, da stand ja kurzzeitig, dass wir was besiegt haben. Und ja, dann war das Ganze schon fertig. Das war diesmal aber mega kurz, oder? Es war echt kurz, aber es war auch nicht so einfach. Also einer hatte ich ja was tot gemacht. Ja. Und mich dann auch, wo ich eingeklemmt war. Also schon. Ja, wir hatten ja was bekommen. Habt ihr ja gesehen. Hier dieses Horn. Frostriesen-Leibwächter. Und der Abo hat gesagt, ich soll mal die Info dazu lesen. Und da steht, bläst du in dieses Horn, kämpft ein Frostriese an deiner Seite. Eine seltsame treue Pflicht, aber sobald das Horn ertönt, wird ein unzerstörbares Band gewoben. Und das wollen wir gerne mal ausprobieren. Oder? Die Frage, ob der nur als Pet jetzt zu dir kommt, oder ob der nur immer oder jedes Mal, wenn du hupst. Ja, das wäre auch interessant. Reinbläsen, die Hups. Ja, das haben wir von dieser Blondine da, ne? Na? Also von diesem großen Boss da, diesen Dreierboss gehabt. Okay, wir schauen mal, ne? Bin gespannt. Soll ich den mal aufstellen? Na? Ich stell mal auf, Achtung. Was? Ist das krass, aber der hat nur 843 Leben, du. Was Riesenleib, was ist das Geiles, bitte? Und das Horn ist weg. Kann man das nicht helfen? Das ist weg. Das ist weg, ne? Da kann man leveln. Und der kann sogar essen. Gewürzsuppe. Oh, ist das krass. Aber den kann man ja nicht überall mit hinnehmen, ne? Ja, aber wenn du mal hier irgendeinen besuchen gehst, das Türsteher. Der ist was ja ist denn das, bitte? Der sieht cool aus, oder? Das Spiel überrascht mich immer wieder. Ja, das ist echt krass. Ey, du stehst im Bild. Okay. Ach, cool. Aber den darfst jetzt nie folgen lassen. Der braucht dann Essen erstmal. Ja. Der bewacht der, ne? Der kann ja hier stehen bleiben. Ja. Gewürzsuppe, wie macht man bitte Gewürzsuppe? Du musst dafür Gewürzsuppe für den Griebel machen. Ja, da müssen wir mal gucken. Aber es ist echt krass, dass das jetzt so schnell ging. Da haben wir uns aber für gleich noch was überlegt, wo wir euch noch mit hinnehmen. Ja. Kann aber noch eine schwerere Welle kommen, oder? Na klar, kann da noch eine schwere Welle kommen. Also es kommen jetzt hier an dem Punkt nicht immer die gleichen. Nee, das wird ausgelost. Aber du hast zwei von diesen Frostriesentypen, ne? Genau, also wir hatten zweimal diese Bossin, diese Blondine, glaube ich, oder? Heben wir einen auf? Ja, lieber? Wir heben einen auf, na, definitiv. Ja. Wir machen jetzt nicht beide raus. Kann ja sein, dass hier Krümelchen mal kaputt geht, oder? Krümelchen ist denn? Ja, Krümelchen. Krümelchen, das muss ich jetzt machen. Jetzt hat er seinen Namen bekommen. Krümelchen. So soll er heißen. Krümelchen. Genauso will ich nennen, mit Doppel-M. Okay, richtig cool. Ich freue mich da trotzdem drüber. Ja, wir haben das Ganze jetzt auf Stufe 4 gemacht. Und so hätte ich jetzt auch eine 6 einstellen können, ne? Na? Ja. Kannst du Anfängern vor die Bude stellen? Die denken sonst was. Ich wusste gar nicht, dass sowas hier gibt. Und du? Ja, nee, ist krass. Ja, jetzt haben wir ein Krümelchen. Und wir wollten noch ein bisschen was anderes haben, ihr Lieben. Und zwar hatten wir euch das ja bestimmt schon mal erzählt in den letzten Folgen. Ich will ja unbedingt diese Steinnasen haben. Und zwar eine Goldnase und eine Silbernase. Und da müssen wir hier, ja, das ist hier oben, glaube ich, irgendwo
Hier, so müsste das, glaube ich, sein. Hier gibt es einen Händler, wo wir die kaufen können. Allerdings müsste so ein Teil, glaube ich, 10 Goldmünzen kosten. Wir haben ja hier ein bisschen was und unten im Süden in unserem Haus haben wir auch noch ein bisschen Gold. Ich gucke allerdings erstmal hier kurz rein. 6 Goldmünzen. Ich habe ja aber Barren, wartet mal. Das können wir gleich lösen. Und dann laufen wir da mal hin und kaufen das schnell. Ja, das machen wir Aber so gleich, ein ne? Ei bekommst du ja auch plus eins, oder? Genau, wir müssen dann die Eier. Wartet, ich muss bloß kurz gucken. Eine Münzgussform schnell herstellen. Genau, wir müssen die Eier dann, glaube ich, in Komposthaufen legen. Dann bekommst du da ja Steinnasenjunges raus. Und die musst du in Tierfärsch legen. Und da so ein schattengewürztes Futter. Entweder mit Gold oder mit Silber. Und dann hast du eine 26-prozentige Chance, dass du dann eine Goldsteinnase oder eine Silbersteinnase Was rauskriegst. machen die? Ja, da musst du die, glaube ich, nur noch mit Steinen füttern am Ende. Und da machen dir die Gold- und Silberstaub, glaube ich. Oder Ah, solche cool. kleinen hier Nippel. Na, nicht Nippel, helf mal bitte, so eine Nuggets. kleine Nuggets, genau. Ja, Nuggets. Genau, schaut, ich habe jetzt hier eine Münzgussform und dann schauen wir mal, wie viel wir hier aus den Goldbarren kriegen. Kann natürlich sein, dass wir erst nochmal kurz in den Süden müssen zu unserem Haus und da die restlichen Goldsachen holen wollen. 6 herstellen. Oh, das macht auch nur 5 Münzen, du, oder? 6 Münzen? Oh je. Nein, 5 Münzen immer. Je Ah. Barren 5 Münzen. Okay, aber wir gehen trotzdem nochmal zu unserem Haus. Okay. Ja, definitiv. Wobei, wenn wir gleich Goldstaub und Silberstaub brauchen, sollte ich vielleicht ein paar Münzen hier lassen, oder? Okay. Ja, ich glaube, da konnten wir Staub machen draus. So, ich habe jetzt, wir schauen mal, 30 Münzen. Die nehme ich mit. Das wären 3 Eier, denke ich. Ich lasse aber mal kurz hier drinnen liegen, 6 Goldmünzen liegen. Und mit Silber müssen wir das auch machen. Ich glaube, das kostet nur Goldmünzen. Und wir gehen jetzt nochmal schnell nach Hause, nehmen euch dann auf dem Weg hin ein bisschen mit und dann werden wir das einkaufen. Ja, wir fangen hier gerade an, von Sepamero aus zu reiten und schaut mal, was hier schon ein Spieler gebaut hat, Schönes. Das sieht ja echt toll aus, oder? Na? Sieht richtig gut aus. Das ist vom Spieler, oder? Ja, das ist vom Spieler, na Da klar, ist das schon noch gefällt mir dran. richtig gut. Ich muss ganz kurz gucken, ob das wirklich Spieler ist. Ja, mach mal. Ja, das ist tatsächlich Spieler, das hätte ich jetzt nie gedacht. Sieht echt schön aus, ne? Cool. Krass, da müssen wir von der Seite gucken. Ja, sieht richtig gut aus. Okay, ich komme rüber. Ja, wir denken, wir sind hier an der richtigen Stelle. Wir hatten unterwegs eine riesen Steinnase gesehen, aber da sind wir wieder lieber umgekehrt, ne? Genau. Da haben wir uns jetzt nicht rangetraut. Wir müssen mal schauen, ob wir jetzt hier so einen Händler finden. Das ist das hier nämlich, glaube ich. Wir waren hier jedenfalls noch nie. Rechts durch, denke ich mal. Rechts durch, okay. Da oben ist ein Nashorn. Okay. Hier steht doch hier rum. Der Bau. Oh, ich pack mal mein Schwert lieber Schwert ein. angegriffen. Von dem da? Okay, gut, den hast du ja. Okay. Greifen die uns jetzt alle an? Ich weiß es nicht. Vielleicht gibt es hier neutrale und wieder böse, so wie in Na. Sepamero, weißt du? Der rennt weg. Ah, oh, ne, da ist er wieder. Okay. Ja, die greifen alle an, Gott. Ich lass die dich mal töten, okay? Wegen. Wie mich töten lassen? Ich meine natürlich, ich lass dich die mal töten. Ja, das war doch richtig. Nee, doch nicht. Egal, vergiss es. Ich bin noch verwirrt durch die Säuberung. Okay. Okay. Cool sieht das hier aber aus, ne? Und hier soll der Händler sein? Sind die friedlich? Nee, die sind auch nicht Nö. friedlich. Oh, ein Schmelzer. Da unten. Bisschen wieder diese Hyänen, Nee, oder? die sind böse. Jetzt helfe ich doch mal mit, oder? Ja, dann greifen die nachher alles wieder an. Na gut, ich lasse dich lieber doch kämpfen. Ist das ein Boss da in der Mitte? Nee, Nee, oder? oder? Och Mann, wo sollen die hier sein? Okay, Achtung, da kommt noch einer. Aber Ich helfe dir doch.
You will never return to your den. Hier ist noch einer, Achtung. Zwei. Soon my teeth will taste. You will never return to your den. Lauf nicht zu weit weg, bitte. Okay. Ich dachte, die sind hier friedlich. Ja, ich hab gedacht, das wäre hier für mich. War das so? Schau mal kurz auf der Map, wir sind jetzt gerade hier. Genau, und hier soll das anscheinend irgendwo sein. Na gut, der Bau. Hm, okay. Der steht auch hoch. Die sind auch Akku, oder? Ja. Ja, irgendwo muss der hier sein. Guck mal, hier tanzen welche, oder? Die könnte im Buch irgendwo liegen. Okay, wir haben nochmal kurz geguckt, wo das sein soll. Also es muss hier sein. Wir sind schon an der richtigen Stelle. Und dass die hier böse sind, ist anscheinend auch normal, oder? Genau, dann müssen wir gucken. Irgendwo hier muss es sein. Ja, weil wir dachten jetzt, dass es hier ein NPC-Dorf oder so. Mit Händlern. Ja, in Sepamero waren die ja auch freundlich, wisst ihr, die Händler. Und deswegen haben wir lieber nochmal nachgeschaut. Auch bei der Bucht war ja teilweise freundlich, ne? Aber genau. Hier ist ja alles nicht so freundlich. Stimmt, bei der Bucht konnten wir so eine Vögel kaufen, ne? Das haben wir auch noch nicht und gemacht. Spinnen. Müssen wir hier hoch vielleicht? Müssen wir hingehen. Hier geht's nicht weiter. Hier geht's überall, so ich auch finde. Okay. Ist da oben auch irgendwo was Großes? Ja, guck mal, da kommt man ganz rüber, oder? Nee. Doch, darüber auf den Stein vielleicht. Okay. Aber wie kommt man da hoch? Hier? Nee. Oje. Hier endet's auch mitten im Nirgendwo. Hm? Da drüben wollen wir höher, oder? Gehen wir mal darüber. Erstmal gucken. Wir müssen jetzt Stück für Stück uns vorkämpfen, so gesagt. Wir können auch einfach so klettern, oder? Achtung, hier sind wieder Feinde. Ja. Hier sind doch diese komischen aus dem Dungeon. Die Feinde. Die Jähntüten. Nee, die so einen komischen Namen hatten. Yaki, Zap oder so. Also. Die Teile. Die Frage ist, wo du bist. Ich bin da hingegangen, was ich gesagt hatte. Ach, da unten bist du, okay. Ich bin hier oben. Ja, ist da irgendwas? Ja, Werwölfe. Aber kein Händler? Guck ich gleich. Nee, ein Händler ist hier oben nicht. Hier hoch, glaube ich. Da oben steht eine Frau. Okay, ich komme. Oder? Ich kann also so feindlich sein. Oder du wartest mal kurz, ich gehe mal kurz hoch, bevor wir 100 Mal hin und her rennen. Okay. Ich renne mal schnell hoch. Hast du mich ja gesehen, wo ich war, ja, ne? Aber führt das zu irgendwas? Hier ist ein Zettel. Ja, hier war auch irgendwas zum Interagieren, wo ich bin. Ich guck noch mal lieber schnell. Okay. Drücke E zum Interagieren. Nee, nicht ihr. Hier muss irgendwo was liegen. Hier genau, oder? Ach, hier ist eine Rolle, okay. Ach so, so eine Zauberspruchseite. Wie? Okay. Was bei mir. Und bei dir? Redet eine Frau dann was? Ah, okay. Ich komme doch mal rüber. Dann gucke ich mir das auch an. Hier ist eine Frau, ne? Okay, ich komme gleich, warte, ich will das aber auch jetzt wissen. Ist ja oder hier ist oben? Der Zettel weg? Nee, der Zettel ist hier, oder? Ah ja, cool. Okay, wartet. Ich guck auch mal. For a long time. I drifted between worlds. I dreamed of lives that I never lived. Faces that I never knew. Loves that I never had. And in one of my dreams, I found the answer. But I must return to the city. And I dare not do that alone. I don't know where they found me. These rough people dressed in the skins of hyenas. They carried me back to their camp, somewhere north of the city. And left me sleeping on a pile of furs by one of their tents. I don't think they expected me to wake up. I've been watching them while pretending to sleep. There is something very strange going on. Their body language is wrong. I grew up on the streets of Asgaloon, and I could read the body of a haggling merchant before I could walk. But these people, they remind me of the mangy curs that used to wander the streets, begging for scraps. They stand too close. They sniff at one another. When one of them shouts, the others cower. I need to get out of here.
They are gathering in the old arena among the ruins, howling like hyenas. They are performing some ritual. A naked man is cloaked in a blood-soaked hyena skin. I dare not waste this chance. I must slip away. I will go west and find Jakad's people. I'm going to need their help. Okay, cool. Sehr schön. Okay. Hier oben ist dann... Oh nein. Dann fertig. Schick's mal ein Stück runter. Und jetzt bist du ganz unten. Okay, kann ich schon mal laufen? Na? Cool. Hast den Weg frei gemacht. Ah ja, cool, da steht einer. Was ist hier drin? Hier ist nichts Sinnvolles erstmal. Okay, ich rede mal mit der, ne? Okay. Schafner, die Seltsame, okay? You need something, Exile? Laxinia, die Seltsame? Oh Mann, du bist wirklich... Reden? Okay, das war die ja bestimmt eben gerade, ne? Und kaufen Steinnaseneier für 10 Gold. Wartet mal. Ich schau nochmal. Wir haben jetzt 107. Dann kann ich mir 10 Eier kaufen. Ja, und dann haben wir noch 7 Gold für Staub. Perfekt. Okay. What will it be? Gib mir bitte 10 Eier, ne? Kauf erfolgreich. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Genau, jetzt geht's nicht mehr. Auf Wiedersehen. Ja, jetzt haben wir 10 Stück. Wie lange halten die? 47 Stunden. Okay, dann bringen wir die mal schnell nach Hause und packen die noch in den Kompost, oder? Okay. Okay, da sind wir zu Hause. Hier haben wir einen Komposthaufen. Da müssen wir die jetzt, glaube ich, reintun. Hm? Ich denke, ja. Ich packe vorsichtshalber erstmal eins rein. Oh ja, das zeigt jetzt nichts an. Aber... Das ist ein Originalkompost, oder? Meinst du, wir müssen den anderen nehmen? Ich denke schon, ne? Ach so, stimmt, sonst wäre der in der Herstellungswarteschlange bestimmt. Genau. Oh, wir müssen uns schnell einen Komposthaufen bauen, du. Ich muss gucken. Komposthaufen. Ich weiß gar nicht, ob ich das normale schon freigeschalten habe. Da muss ich auch kurz gucken. Landwirt, das war, glaube ich, irgendwo bei Überleben. Was mit den Schalentierfalle, Gas? Ja, das ist dieses schmackhafte Schalenfilet und so, konnte man da, glaube ich, machen. So, Gebäudeteile, das muss ich mir schauen. Landwirtschaft. Ah, so sieht der aus. 20 geformtes Holz. Okay, das kriegen wir schnell hin. Ich hole mal schnell welches. So. Weißt du, oder wie? Ja, ich mach das schnell, oder? Na? Ist die Frage, ob wir da jetzt was Besonderes reinpacken müssen, weil wir haben jetzt immer nur die Komposthaufen von dem Mod benutzt. Ja, und das sollte eine gewisse Zeit dauern. Da bekommen wir Babys und die müssen dann in den Pferd mit dem richtigen Futter. Genau. Pack den jetzt einfach mal hier so hin. Okay. Werkstätten, Landwirtschaft, Komposthaufen. Schwupp. Da steht er. Wir brauchen... Ach so. Aber hier zeigt es auch an, dass wir hier diese Mod-Sachen nehmen können. Komischerweise. Ich probiere es jetzt einfach mal damit. Okay. Also hier so ein bisschen Wasser. Weil sonst bräuchten wir Gammelfleisch und so. Normal bräuchte man das obere, was da anzeigt. Okay. So, und ein bisschen Faserzeug. Das hier und das hier nehme ich jetzt mal. Okay. Rein damit und hier rein. Nee, zeigt es auch nicht an. Oder muss einfach so drin liegen bleiben. Ja, das kann auch sein. Gut, dann lassen wir es mal so drin liegen. Ich packe mal alle einfach rein. Okay. Aber das muss der ganze Zeit laufen. Das kann sein, der läuft ja jetzt irgendwie, ne? Läuft der lange jetzt mit dem? Was ist denn dieses original obere Symbol? Gammelfleisch? Asche, oder? Asche? Meinst du? Noch ein Stab oder Asche? Oh, ist echt die Frage. Gammelfleisch habt ihr einstecken. Hier ist kein Gammelfleisch. Ja, pack mal Gammelfleisch vorsichtshalber noch mit rein, ne? Sonst haben wir ja Fasern drin, ne? Das wird Rohasche sein, oder? Rohasche hatten wir auch irgendwo zu liegen. Ja, kann es ja eigentlich nur, oder? Aber wir haben jetzt zumindest fast alles drin. Aber Faser? Vielleicht muss genau das drin liegen? Oder meinst du, der Mörder hat das bedacht? Könnte natürlich sein. Oder die müssen einfach liegen, bis sie ausgebrütet werden, dass jetzt nichts dasteht. Das kann ja auch sein, ne? Ja, ich weiß jetzt gerade gar nicht, wo wir unsere Rohasche hingepackt haben. Wo könnten die liegen? Oh ja, hier eine Unordnung noch. Da sieht man es glatt wieder. Hier, nee, das sieht auch nicht aus wie Rohasche, oder? Das sieht eher aus wie Staub, so dieses da. Die Rohasche, nicht so wie auf dem Bild. Ich bring's mal. Ich
pack's jetzt einfach auch mit rein. Einfach alles reinschmeißen. Siehst du das? Das sieht immer noch ein bisschen anders aus. Oder ist das doch Knochenstaub? Dann machen wir noch Knochenstaub. Ich habe mal die Info gelesen, da stand jetzt nichts Besonderes. Ja. Vielleicht muss man die wirklich nur reinlegen. Da haben manche gesagt, das dauert dann eine Weile. Und dann sollte das gehen. Ich nehme jetzt hier einfach mal ein paar Knochen. Schwupps. Und die müssen dann noch extra mal in das andere Ding rein. In den Mahlstein, oder? Ja, ja, das ist es, glaube ich. Genau, daraus schlüpfen denn jetzt die Babys nach einer gewissen Zeit? Ja, das ist es, Knochenmehl. Und die kommen dann in den Fersch. Und da machen wir dann hier so Schattenblüten-gewürztes Gold- und Silberstaub. Genau. Und dann hat man eine 26%ige Chance, dass da so gute rauskommen. Cool. Dann haben wir es doch noch rausgefunden. Also Rohasche ist es nicht. Ja, dann nehmen wir lieber doch den normalen Komposthaufen. Ja. So, also nehmen wir das raus. Dann nehme ich doch mal das Wasser raus. Und tu das hier rein. Guck. Das sind nur 4 Stück. Ja, da machen wir dann noch ein bisschen mehr Zeug gleich rein. Aber das sollte dann gehen. Genau. Und in der nächsten Folge erfahrt ihr, ob wir das hier rausbekommen haben, was wir wollten aus den ganzen 10 Steinnasen. Vielleicht bekommt man auch gar nichts raus, ne? Ui. Ist jetzt ein bisschen Glück mit dem Spiel. Oh nein, 1 oder 2 müssen schon rauskommen. Ja, das wäre echt cool. Und über Krümelchen freue ich mich auch richtig doll. Und wir haben sogar noch ein Ersatzkrümelchen. Krümelchen? Ja, das ist doch niedlich, oder? Ja. Okay, Lieben. Ja, haben wir trotzdem einiges geschafft in dieser Folge. Hoffen wir mal, dass die Säuberung nächstes Mal wieder etwas länger geht. Die war echt kurz, aber richtig cool. So, schaut mal, unser Balken ist sogar wieder schon was angestiegen. Ja, so ihr Lieben, dann hoffen wir, dass ihr in der nächsten Folge wieder mit dabei seid. Bis dahin, tschüssi. Tschüssi.